von Katzen und Mäusen. Und komm erst zurück, wenn du kapiert hast, dass du mich nicht wecken sollst. Morgen, Garfield. Morgen, Squeak. Wer immer den Wecker erfunden hat, sollte auf die Straße gezerrt und verprügelt werden. Nochmal. Hi, Garfield. Nochmal, hi, Squeak. Nein, das ist noch viel zu gut für ihn. Stattdessen sollte man ihn zwingen, in der Nähe eines Weckers zu schlafen. Und nochmal. Hi, Garfield. Und nochmal, hi, Squeak. Ich sehe Squeak ziemlich oft heute Morgen. Ich werde mich nach dem Frühstück drum kümmern. Sagen wir nach dem Mittagessen. Hier scheint ein Mäusekongress in Gang zu sein. Was soll's, ist nicht mein Problem. Das ist mein Problem. Squeak? Was gibt's? Sieh mal, was in meinem Napf ist. Da ist nichts in deinem Napf. Genau das meine ich. Oh, bitte, Garfield, mein lieber Freund und Kupferstecher, bitte habe doch Verständnis. Ihr habt mein Frühstück gegessen. All diese Mäuse, meine Cousins und Onkels und Neffen, konnten sonst nirgendwo hin. Sie haben alle in dem großen Haus am Ende der Straße gewohnt, das abgerissen worden ist. Ihr habt mein Frühstück gegessen. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, sie wegzuschicken. Ich konnte sie doch nicht einfach raus in den grausamen Schneesturm schicken. Wir haben draußen 33 Grad. Und ihr habt immer noch mein Frühstück gegessen. Hey, Garfield, wenn wir bleiben dürfen, benehmen wir uns. Wir könnten dir behilflich sein, Dinge für dich tun, deine Diener sein. Diener? Diener wären was Nettes. Von jetzt an hätte ich meine Trauben gern geschält. Geschält? Geschält. Und nehmt die Kerne raus. Die Kerne? Das ist ein Leben. Aber ich glaube nicht, dass ich es länger als 20 oder 30 Jahre so führen könnte. Oder vielleicht auch nur 2 oder 3 Sekunden. Na los, Leute, versteckt euch. Haut alle ab. Garfield, wir sind zurück. Unglücklicherweise. Was ist denn los? Wenn John mitkriegt, dass das Haus voller Mäuse ist, wird er von mir erwarten, dass ich... Oh, kapiert. Oh, da bist du, Garfield. Sieht aus, als wäre nichts passiert, während wir weg waren. Klar, so sieht es aus. Hey, desinfizier diesen Lappen wenigstens zu meinem Schutz. Wenn ich weg bin, fühle ich mich wohl, weil ich weiß, du passt aufs Haus auf, Garfield. Ich fühle mich auch wohl, wenn du weg bist. Ich muss mir keine Gedanken machen wegen Einbrechern oder Mäusen. Ganz besonders nicht wegen Mäusen. Nein, du riechst keine Maus. Hier ist im Umkreis von 30 Kilometern keine Maus. Deine Nase ist defekt. Während ich mit Odie spazieren gegangen bin, habe ich mir gedacht, wie schön es sein wird, nach Hause zu kommen und ganz entspannt ein Buch zu lesen. Und zu wissen, hier gibt's keine Mäuse. Denn du weißt ja, es gibt nichts, was mich mehr stört als Mäuse in meinem Haus. Ich glaube, ich muss erst mal was essen. Hey, das war eine krasse Erfahrung. Ich war kurz da. Hey, wir könnten was beim Lasagnepalast bestellen und dann... Garfield? Ist das eine Maus? Maus? Welche Maus? In deiner Pfote. Das ist eine Maus. Hä?
Was das? Oh. Du, als wärst du ein Spielzeug. Oh nein, das ist nur ein spaßiges Kätzchen-Spielzeug-Dingsbums. Oh, das ist nur ein Kätzchen-Spielzeug-Dingsbums. Quietsch, quietsch. Tja, ist ja ganz süß. Ich muss jetzt was essen. Ah. Garfield sagte, wir sollen uns verstecken. Hey, Garfield, hast du alle meine Cracker gegessen? Oh, wir verschwinden lieber. Ich hätte jetzt wirklich Lust auf Cracker. Ich hab Mäuse in meinem Küchenschrank. Ich hab Mäuse in meiner Besteckschublade. Ich hab sogar Mäuse in meiner Spüle. Ich muss doch sehr bitten. Ich bin gerade dabei, ein Bad zu nehmen. Meine Güte, überall Mäuse. Wie kann das nur sein? Ich habe keine Ahnung. Tja, ich muss jetzt meine Fahne gießen. Nein, das musst du nicht. Komm mal mit. Ich habe die Site vor einigen Wochen entdeckt und gebookmarkt. Die Firma nennt sich der Mäusenator. Der Mäusenator? Pass jetzt mal auf. Können wir nicht auf eine der Websites gehen, auf denen man Pizza bestellen kann? Sie haben ein Mäuseproblem? Warum rufen Sie da nicht den Mäusenator? Unsere Spezialisten kommen schnellstens zu Ihnen nach Hause und schrecken vor nichts zurück. Die Maus oder Ratte ist noch nicht geboren, die dem Mäusenator gewachsen ist. Sie können weglaufen, Sie können sich verstecken, wie es Nager eben tun, aber Sie können nicht entkommen. Der Mäusenator, der schlimmste Albtraum einer Maus. Klicken Sie hier und wir kommen sofort. Ich werde da nicht draufklicken. Noch nicht. Weil die teuer sind und Mäusejagen dein Job ist. Ich meine, du bist die Katze im Haus. Ja. Du wirst diese Mäuse von hier vertreiben. Ich will nicht eine mehr sehen. Ich gehe ein bisschen spazieren. Komm, Odi. Wenn hier noch eine Maus ist, wenn ich wiederkomme, rufe ich den Mäusenator. Und ich werde ihn von deinem Katzenfutterbudget bezahlen. Es wird keine Lasagne in diesem Haus geben. Für Jahre. Für Jahre? Dieser Barbar. Wieso dreht er mir dann nicht gleich den Hals um? Leute, ihr müsst von hier weg. Leute. Juhu. Aufruf an alle Mäuse. Aufruf an alle Mäuse. Hey, jetzt wo der, wie heißt der, noch weg ist, haben wir das Haus wieder für uns. Nein, ihr müsst verschwinden, ihr alle. Und zwar sofort, wenn nicht sogar früher. Niemals, das ist unser neues Zuhause. Glaubst du, das macht uns Angst? Andere Katzen machen Mäusen Angst. Andere Katzen essen Mäuse. Wirst du anfangen, Mäuse zu essen, Garfield? Nein, allein der Gedanke. Dann sieht es aus, als würden wir bleiben. Es hat keinen Zweck. Es liegt mir einfach nicht im Blut. Was soll ich nur tun? Ich werde jahrelang auf Lasagne verzichten müssen. John wird diesen schrecklichen Mäusenator holen. Oh, diese Firma aus dem Internet, dieser absolut grauenvolle Mäusenator. Klar, ich hab's. Komm mit, Squeak. Ich muss dir etwas zeigen. Hey, ich war gerade dabei, mir ein Sandwich zu machen. Später, das hier ist wichtiger. Torben, der schlimmste Albtraum einer Maus. Klicken Sie hier und wir kommen sofort. Das ist schrecklich. Garfield, du würdest doch nicht... Klar, ich würd's nicht tun, aber John würde und wird es. Außer... Außer was? Außer ihr macht bei meinem Plan mit. Wir machen alles. Ruf alle Mäuse zusammen. Wir werden proben müssen, bevor John wiederkommt. Garfield, wir sind wieder da. Sind die Mäuse schon verschwunden? Okay, ich schätze, die Mäuse sind noch nicht weg. Es reicht! Ich rufe jetzt den Mäusenator. Ja.
Garfield, das hast du ganz toll gemacht. Natürlich. Ich finde, du hast eine Belohnung verdient. Aber ich weiß nicht, wie die aussehen sollte. Oh, Luigis Lasagne-Palast. Wir liefern nach Haus. Eine gute Idee, Garfield. Ich rufe da gleich an und bestell Lasagne. Hey, wenn du das noch einmal machst, landest du bei denen im Sack, kapiert? Garfield, die Lasagne ist da. Garfield. Schnell, alle da rein. Danke für alles, Garfield. Keine Ursache. Ich hoffe, ihr habt es gut bei Luigi. Na klar, da gibt es Lasagne satt. Mach's gut. Lasagne satt. Garfield, Lasagne! Seltsam. Sonst ist er in weniger als 3 Sekunden da. Luigi, Luigi, wo bist du? Oder bist du ja, Luigi? Du musst etwas unternehmen. Du musst den Kammerjäger rufen. Wir müssen diese Mäuse loswerden. Ach, vergiss doch mal die Mäuse. Ich brauche viel eher jemanden, um den da loszuwerden. Ich glaube, hier wird's mir gefallen.